Vor dem Auswärtsspiel in Bremen ab 20.30 Uhr im Live-Ticker schrillen beim abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart die Alarmglocken. Der halbe Kader steckt im Formtief, darunter viele Führungsspieler. Leidtragender der Situation ist Trainer Markus Weinzierl, der im Falle einer Niederlage gegen Werder wohl seinen Posten räumen muss. Seit der 44-Jährige im Amt ist, gewann der VfB nur 3 Partien. Weinzierls niederschmetternde Bilanz, 15 Spiele, 10 Punkte, 12:37 Tore. Hoffnung auf Besserung ist kaum vorhanden. Im Gegenteil, die Form vieler überwiegend gestandener Profis nährt die Angst vor dem zweiten Abstieg nach 2016. Die schwäbischen Sorgenkinder in der Übersicht. Der ehemalige Nationalkeeper ist auf seiner Position konkurrenzlos. Sonderlich gut tut ihm das nicht. Sieler zählt laut Statistik zu den schwächsten Schlussmännern der deutschen Eliteklasse. Nur 71 von 117 Schüssen auf seinen Kasten wehrte der 30-Jährige ab. Das entspricht einer desaströsen Quote von 60,7%. Ligaweit sind nur Manuel Neuer FC Bayern München und Fabian Bradlow 1. FC Nürnberg schlechter. Gewohntes Bild, Ron-Robert Sieler muss einen Ball aus dem Netz fischen. Viel schlimmer ist aber, dass Sieler trotz seiner immensen Erfahrung bislang kaum als Rückhalt taugte. Zu oft trug der frühere Hannoveraner mit kleinen Patzern zur allgemeinen Verunsicherung bei. Obwohl sein Status beim VfB vorerst nicht in Gefahr ist, steigt der Druck für Sieler mit jedem Spiel. Denn eine Nummer 1 sollte eigentlich mehr Punkte retten als kosten. Seit der WM steckt der Franzose im Dauertief. Im Vorjahr noch Erfolgsgarant, wirkt der 22-Jährige schon länger überspielt und fahrig. Auch das Ende der Posse um seinen Transfer zum FC Bayern hat Pavard bisher nicht beflügelt. Der Weltmeister schlägt sich weiter mentalen Blockaden herum, die ihn auf dem Platz zum Risikofaktor machen. Mehr dazu, Formkrise beim VfB, das böse Erwachen des Benjamin Pavard, ständig wechselnde Spielsysteme haben ihr Übriges getan. In seiner derzeitigen Verfassung verleiht Pavard der ohnehin wackeligen Hintermannschaft keine Stabilität. Eine traurige Entwicklung. Während Pavard zumindest regelmäßig zum Einsatz kommt, ist Ex-Nationalspieler Bart Stuber in Stuttgart nur noch zweite Wahl. Auf seinen ersten Einsatz in der Rückrunde wartet der Verteidiger noch. Im Winter war bereits über einen vorzeitigen Abschied des langjährigen Münchners spekuliert worden. Der mittlerweile geschasste Sportvorstand Michael Reschke hatte entsprechende Gerüchte via Bild befeuert, sollten Holger und sein Berater in der aktuellen Transferzeit auf uns zukommen, werden wir Gesprächsbereitschaft zeigen. Das Ende vom Lied, alle Wechseloptionen zerschlugen sich. Bart Stuber musste bleiben und sitzt sich seither den Hintern auf der Ersatzbank wund, als einer der Top-Verdiener im VAU-Kader, rund 3 Millionen Euro pro anno, der Argentinier ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Vom aggressiven Lückenstopfer der Vorsaison fehlt jede Spur. Zuletzt fiel der viermalige Nationalspieler nur noch durch verlorene Zweikämpfe und über harte Fouls auf. Freilich sollten einem 21 Jahre alten Jungprofi wie Ascacibar Schwächephasen zugestanden werden. Problem, sein starkes Debüt im Trikot mit dem Brustring hat die Erwartungshaltung im Umfeld in die Höhe geschraubt. Fakt ist, Ascacibar lechzt nach einer Schaffenspause, nur mangelt es dem Team an gleichwertigen Alternativen. Ähnlich wie im Fall Pavard wird der Südamerikaner wohl noch eine Weile die Zähne zusammenbeißen müssen. Als Führungsspieler eingeplant, enttäuscht der Sommerneuzugang auf ganzer Linie. Die so dringend benötigten Kreativimpulse des Mittelfeldmannes, der in Leverkusen und Dortmund einst als intelligenter Aufbauspieler gefiel, fehlen beim VfB komplett.
Mehr dazu, darum stürzt der VfB Stuttgart immer tiefer in die Krise. Castro hat weder unter Taifan Korkut noch unter dessen Nachfolger Markus Weinzierl nachhaltig Eindruck hinterlassen. Immer wieder taucht der Routinier ab, produziert einfache Ballverluste oder kommt im Zweikampf den entscheidenden Schritt zu spät. Ob der Allrounder über die Saison hinaus eine Zukunft im Ländle hat, scheint aktuell mehr als fraglich. In puncto Mentalität ist dem Stuttgarter Kapitän überhaupt nichts vorzuwerfen. Gentner geht stets mit gutem Beispiel voran, stellt sich in den Dienst der Mannschaft und hält im wahrsten Sinne des Wortes die Knochen hin. Alles im Lot also, mitnichten. Im Heimspiel gegen RB Leipzig 1:3 saß der 33-Jährige vollkommen überraschend auf der Bank und musste mit ansehen, wie seine Teamkollegen ohne ihn die beste Leistung seit langem ablieferten. Selbst wenn er gegen Werder in die Startelf zurückkehren sollte, ist Gentner rein sportlich gesehen nicht mehr unantastbar. Der zweifache deutsche Meister hat auch altersbedingt massiv an Tempo und Torgefahr eingebüßt. Durchaus denkbar, dass er künftig häufiger mit der Joker-Rolle vorlieb nehmen muss. Mit 5 Saisontreffern ist Altmeister Gomez immer noch bester Torjäger der Schwaben. Das verrät viel über den Zustand der Offensive. Obwohl der 33-Jährige dauernd in der Luft hängt, gibt es keinen Angreifer im Aufgebot, der ihm Konkurrenz macht. Bezeichnend sein Auftritt im Südwestderby gegen den SC Freiburg, als Joker Gomez binnen 4 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog und seiner Mannschaft so einen Bärendienst erwies. Darüber hinaus wartet der Angreifer seit Mitte Dezember auf ein Tor. Ob die Durststrecke in Bremen endet, Zweifel bleiben.